Selbst an der Wall Street macht das böse R-Wort jetzt immer mehr die Runde. Damit gemeint ist Rezession, also eine Schrumpfung der Wirtschaft. Und diese Rezession wiederum ist eine Folge der Inflation. Die Inflation wiederum ist eine Folge zunächst mal der massiven Geldflutung durch Notenbanken und Staaten auf der einen Seite, bei gleichzeitigen Lieferengpässen, Materialmangel durch Corona, durch den Ukraine-Krieg, und so kommt eins zum anderen. Wann kippt die Fed um? Das ist die Frage, die sich die Märkte derzeit stellen. Märkte, die überverkauft sind im kurzen Zeitfenster, im langen Zeitfenster immer noch massiv überkauft sind. Wenn wir uns mal vorstellen, wo waren eigentlich die Märkte vor dem Corona-Crash, und uns die Situation heute anschauen. Und dieses Big Picture will ich in diesem Video mal kurz zeichnen. Wir haben zunächst mal heute, und das hat dieses R-Narrativ, dieses Rezessionsnarrativ ein bisschen verstärkt, einen ziemlich schwachen ISM-Index bekommen. Wir sehen, dieser ISM-Index, also das ist ein Einkaufsmanager-Index, der in den USA hier für das Gewerbe sehr stark beachtet wird. Wir sehen, das geht also immer weiter nach unten. Die Preise bleiben allerdings extrem hoch, vor allem die Komponente Beschäftigung schwach. Und das wahrscheinlich, weil die Unternehmen keine Leute finden. Nicht, weil sie irgendwie zu viele Leute hätten, die sie entlassen wollen, sondern sie finden zu wenige Leute. Und einer der Befragten in diesem ISM-Bericht hat gesagt, ja, wir haben lange Wartezeiten, lange Verzögerungen an den Häfen. Dadurch, Inflation is out of control, sagt der, Fuel costs, Freight costs, also Transportkosten, Benzinkosten, die sorgen hier für eine Aufwärtsspirale, und ab einem bestimmten Punkt muss die Wirtschaft dann praktisch, naja, in eine Rezession fallen. Es geht nicht anders, man kann nicht wachsen unter solchen Kostendruck. So hat es einer der Befragten in diesem ISM-Index gesagt, und das bringt, glaube ich, die Dinge sehr, sehr gut auf den Punkt, die derzeit der Fall sind. Wie soll man da wachsen, wenn die Unternehmen immer höher Kosten haben, wenn die Konsumenten sich aufgrund der Inflation immer weniger leisten können oder wollen, und dementsprechend ist diese Abkühlung doch relativ klar. Wird die Fed dann umkippen und sagen, nee, jetzt blasen wir unsere Zinswende ab? Das, wie gesagt, ist die große Frage, die sich die Märkte stellen. Jetzt sind vielleicht schlechte Nachrichten gute Nachrichten. Wir haben ja am Freitag den Arbeitsmarktbericht. Wir hatten ein überraschenderweise negatives erstes Quartal der US-Wirtschaft. Und jetzt hoffen die Bullen fast schon, dass die Daten so schlecht sind, nämlich die Arbeitsmarktdaten am Freitag, dass die Fed dann nachdenklich wird. Denn der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr wichtig für die Fed. Very ugly ISM is good news for Bulls, schreibt deswegen Zero Hedge. Hat er da recht oder hat man da recht? Wir werden sehen. Roger Ferguson, das ist ein ehemaliges Fed-Mitglied, der noch nicht lange ausgeschieden ist, hat auf CNBC gesagt, eine Rezession ist almost inevitable, also ist praktisch kaum mehr vermeidbar. Und er beruft sich hier darauf, dass die Weltwirtschaft eben deutlich abkühlt. Lieferengpässe, Materialmangel, Inflation, Rezession. Man könnte es in dieser Reihenfolge beschreiben. Der Stock Market has more work to do. Die Aktienmärkte müssen also da noch ein bisschen mehr diese Rezession einpreisen, sagt der gute Ferguson. Und das wird sehr, sehr schwer, das irgendwie auch für die Fed zu handhaben. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, die Fed hat doch relativ klar gemacht, was sie will. Sie will eigentlich niedrigere Aktienkurse und sie will die Nachfrage nach unten bringen, die Financial Conditions strafen. Wir sehen hier bei den Amerikanern schon, die haben eine sogenannte Inflation Fatigue, also die sind inflationsmüde. Die können sich viele Sachen nicht mehr leisten. Das hat Amazon jetzt als erstes sehr deutlich gespürt. Und wenn Amazon es spürt, dann werden es alle anderen spüren. Und viele Companies sagen jetzt, wir sind an einem Breaking Point. Also da, wo wir nicht mehr die Preise weiter anheben können, ohne dann wirklich die Nachfrage damit zu schwächen, damit auch weniger zu verkaufen. Das ist die ganze Krux, vor der die Unternehmen stehen. Aber die Fed hat klar gemacht, wir werden die Bilanzsumme reduzieren. Das ist das, was den Märkten noch mehr wehtut, wahrscheinlich als eben zunächst mal die Zinsanhebungen. Hier sehen wir, wie diese Bilanzsummen der verschiedenen Notenbanken, Bank of Japan, of England, Switzerland, Nationalbank, EZB und die amerikanische Notenbank, wie die nach oben gegangen sind, aber wie das Ganze jetzt bereits nach unten dreht. Und hier sehen wir mal, was da auf uns zukommt. Nach den gegenwärtigen Projektionen, wir haben etwa 410 Milliarden
werden an Liquidität entzogen durch die Notenbanken im verbleibenden Jahr 2022. Und vor einem Jahr, im Jahr 2021, war es so, dass die Notenbanken global 2,8 Billionen an Liquidität zugeführt haben. Und das ist das, was die Aktienmärkte natürlich nicht so gerne jetzt sehen. Diese Bilanzreduzierung ist das, was richtig wehtut. Die Fed hat relativ klar gemacht, wir wollen die Financial Conditions straffen. Das ist eine so klare Ansage, das hat man eigentlich von einer Notenbank so deutlich noch nie gehört. Ja, und zu diesen Financial Conditions gehören eben auch die Aktienkurse. Man will die Nachfrage nach unten bringen, damit dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nicht so stark wird. Wir sind jetzt bei diesen Financial Conditions wieder deutlich angezogen, nachdem auch die Aktienmärkte nach unten gegangen sind, nachdem die Renditen für Unternehmensanleihen und Staatsanleihen gestiegen sind, sind wir jetzt also direkt an diesem 5-Year Average, also direkt an diesem 5-Jahres-Durchschnitt. Die Frage, wie reagiert die Fed jetzt? Sagt sie, ja, okay, die Märkte, die machen jetzt schon so ein bisschen unsere Arbeit. Bill Dudley, der ehemalige New York Fed-Chef, hat ja mal gesagt, die Märkte müssen kooperieren, sie müssen das tun, was wir wollen, nämlich eben steigende Renditen, fallende Aktienmärkte, auch fallende Hauspreise, das alles will die Fed. Sie will nicht einen Crash, aber sie will da eine Abkühlung, eine kontrollierte Abkühlung, ein kontrolliertes Luft rauslassen aus diesen verschiedenen Blasen erzielen. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Viel Luft aus Blasen ist schon aus vielen Aktien rausgegangen. Wir sehen hier mal, wie es unter der Oberfläche des Nasdaq zum Beispiel schon gekracht hat. Mehr als 45% der Aktien haben mindestens 50% von ihrem Hoch verloren. 22% haben mindestens 75% verloren und 5% der Aktien haben mehr als 90% verloren. Also das sind schon gewisse Kategorien, die zuletzt bei Blasen der Dotcom-Blase und eine Finanzkrise gesehen wurden. Also wir haben unter der Oberfläche faktisch schon einen ziemlichen Crash vieler, vieler Aktien und es waren die Dickfische, die Generäle, wie die Amerikaner sagen, die Apples, die Microsoft und auch die Amazons, die das Ganze oben gehalten haben. Amazon ist jetzt der erste der ganz großen Player, die jetzt als gefallener Engel vielleicht fungieren können. Aber hier sehen wir mal, dass auch der Aktienmarkt, wenn wir das jetzt mal in Real Terms messen, also minus Inflation, dann ist das schlechte Jahr seit 1974, muss man sich mal vorstellen, sogar schlechter als das Jahr 2008. Also da passiert schon was. Die Märkte kooperieren mit der Fed ein Stück weit. Kann man nicht anders sagen. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100 und hier oben sehen Sie, der ist ja noch nicht wirklich wahnsinnig weit von seinen Allzeithochs entfernt, aber wir sehen, wie viele Aktien jetzt unter ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, also sozusagen eigentlich, naja, short unterwegs sind, könnte man sagen. Jeder ist bärisch, das ist natürlich vielleicht die Chance für die Bullen, dass da etwas nach oben geht. Hier sehen wir das nochmal. 85% der Nasdaq-Aktien im Nasdaq Composite sind unter ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Das sind schon Extremwerte, da kann jederzeit dann eine Relief-Rallye, wie man an der Wall Street sagt, stattfinden, also eine Erleichterungsrallye, eine Erholungsrallye, zumal wir hier uns mal die einzelnen Sektoren anschauen. Utilities sind noch die besten, mit Abstand von ihrem 52-Wochen-Hoch von 10,9%, dann kommt Energie, dann Consumer Services, dagegen 38%. Die durchschnittliche Aktie in den USA im Russell 1000, da ist sehr, sehr viel drin. Die durchschnittliche US-Aktie hat 27,4% seit Jahresbeginn verloren. Also das ist schon nicht unerheblich. Wie gesagt, die Stimmung ist bärisch. Das sehen wir hier sowohl bei den bei den Privatkunden als auch bei institutionellen Playern. Da drückt natürlich dieser Kursabfall so vieler Aktien auf die Stimmung. Morgan Stanley setzt jetzt nochmal oben einen drauf und sagt, wir denken, dass der S&P 500 mindestens bis 3.800 fallen kann, vielleicht sogar bis 3.460. Da ist nämlich der 200-Wochen-Tagesdurchschnitt. Also da ist eine Bank relativ bärisch unterwegs. Jetzt schauen wir uns mal den S&P 500 an. Wir sind bei 4.100 um und bei 20 aktuell, wo ich dieses Video mache. Wo sind wir gewesen, bevor der Corona-Crash kam? Der ging aus oder ab, da hatten damals die Märkte ihr Allzeithoch erreicht, ihr Allzeithoch, kurz vor, also in dem Zeitpunkt, als die Märkte realisierten, Corona is a problem, shit, da waren wir bei knapp 3.400 Punkten, das heißt, wir waren gut 700 Punkte tiefer als aktuell. Damals
Hatten wir keine Fed, die gesagt hat, wir werden jetzt massiv die Bilanzsumme reduzieren und massiv die Zinsen anheben, weil die Inflation so hoch ist. Also könnte man sagen, damals war alles besser, da gab es keinen Ukraine-Krieg, es gab kein Corona und damals standen die Märkte bei 3.400 Punkte. Jetzt rechnen wir oder zählen wir mal eins an eins zusammen. Jetzt haben wir Corona, wir haben vor allem den Ukraine-Krieg mit Lieferengpässen, dadurch bedingter Inflation etc. und Notenbanken, die ihre Bilanzsumme reduzieren und eben auch die Zinsen anheben wollen. Wenn wir da eins an eins zusammenzählen, dann könnte man auf die Idee kommen, ja, also der S&P 500, der Leitindex der Welt, könnte tatsächlich auf 3.400 Punkte fallen, auf das ehemalige Allzeithoch, das wir vor etwa 2 Jahren erreicht hatten. Das wäre eigentlich jetzt nicht so richtig ungewöhnlich, aber eben 700 Punkte, die da noch nach unten kommen würden. Und das wäre dann doch schon ein ziemlich heftiger Schnaps. Das wären dann, ja, keine 20%, aber gut 15, 16, 17%, so mal grob überschlagen in meinem mathematischen Dilettantenhirn. Jetzt schauen wir uns hier mal die Marktkapitalisierung in Relation zum BIP an, was an der Wall Street der Fall ist, gemessen am Wilshire 5000. Das sind also praktisch alle Aktien, die in den USA gehandelt werden, sind da drin. Und da sind wir nach wie vor über 200%. Jetzt gucken wir mal auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase, waren wir so bei 150. Das war das bisherige Hoch, selbst kurz vor der Finanzkrise, als die Märkte ja auch sehr sportlich unterwegs waren, da waren wir so bei 120. Jetzt sind wir also nach wie vor über 200%. Das heißt, wir müssen hier mal die Relationen eben ins Auge fassen, was durch diese massive Liquidität der Notenbanken passiert ist, welche absurden Bewegungen es da gegeben hat im historischen Kontext. Und wenn wir dann auf ein historisches Normal zurückfallen, dann wäre da noch wahnsinnig viel Downside-Potenzial, obwohl alle bärisch sind, obwohl jederzeit eben eine solche technische Rallye kommen kann, aber die wird nur dauerhaft und nachhaltig dann sein, nämlich diese Rallye, wenn die Fed wirklich sagt, okay Jungs, vergesst alles, was wir gestern gesagt haben, wir kippen um, wir steuern um, aber da scheint mir, ist noch ein sehr weiter Weg dahin. Das sieht Mohamed El-Erian auch so, wo er sagt, ja, gibt es Liquiditätsstress in den Märkten? Ja, sagt er, in kleinen Bereichen, aber insgesamt ist das für die Fed überhaupt noch nicht das große Thema, was da in den Aktienmärkten passiert. Wie gesagt, wir sind ja noch weit, weit höher als auf ehemaligen Allzeithochs. Warum soll die Fed da nervös werden? Ihr geht es jetzt darum, die Inflation zu kontrollieren. Am Mittwoch ist ja die Fed-Sitzung. Da wird sie nicht nur wahrscheinlich bekannt geben, die Zinsen um 0,5% anzuheben. Das wird das erste Wichtige sein. Gibt es Signale dann, wie der nächste Zinsschritt sein wird? 0,5, 0,25 oder 0,75 sogar. Aber vor allem am Mittwoch werden wir auch erfahren, wie die Fed ihre Bilanzsumme reduzieren will. Was machen Aktien eigentlich in inflationären Phasen? Hier sehen wir mal die inflationäre Phase dann im frühen 20. Jahrhundert, mehr oder weniger unverändert die Aktienmärkte. Und das war eine relativ hohe Inflation. Dementsprechend macht man dann Realverluste mit Aktien. Wir haben dann in den 1970er Jahren diese Inflation gehabt. Da hat der S&P 500 durchschnittlich pro Jahr 0,47% gewonnen. Wenn wir die Inflation abziehen, ist das auch ein realer Verlust. Und jetzt ist eben die Frage, wie wird es diesmal sein? Wird der Aktienmarkt aus dieser ganzen Geschichte rauskommen? Hier sehen wir mal, dass wir nach wie vor sehr hoch bewertet sind angesichts eben dieser hohen Inflation. Hier wird einfach mal geguckt, auf welchem Bewertungsniveau sind Aktienmärkte normalerweise in inflationären Zeiten. Und da sehen Sie diesen schwarzen Punkt, Current, das ist das aktuelle Niveau, da sind wir also deutlich über dem historischen Durchschnitt. Und die Anleihenmärkte, die gehen weiter nach unten, respektive die Renditen gehen weiter nach oben. Wir haben heute das 3%-Niveau mal kurz gekratzt, das war zuletzt im März oder 3/12/18, also das war zuletzt im Jahr 2018, Dezember 2018 der Fall. Jetzt haben wir heute die 3%-Marke geknackt. Ist das das Hoch? Wir sehen hier diese massive Bewegung der Anleiherenditen. Und das tut natürlich weh. Das sorgt dafür, dass diese Financial Conditions sich immer mehr straffen. Und jetzt kommen wir abschließend nochmal nach Europa. Hier hat jetzt der Lindner angedeutet, und das entspricht Meldungen auch aus der EU, dass man einen
ein Embargo gegen russisches Öl verhängen will. Dagegen sagt jetzt ein italienischer Minister, ja, also die können ruhig für russisches Gas in Rubel bezahlen. Also wieder eine gewohnte Kakophonie, die hier der Fall ist. Wir sehen übrigens auch, dass die Inflation hierzulande, also in Deutschland, die Einzelhandelsumsätze jetzt rückläufig werden lässt. Da hatte man eigentlich einen deutlichen Anstieg erwartet aufgrund der laxeren Corona-Maßnahmen, die jetzt inzwischen der Fall sind, aber das war nicht der Fall. Die Inflation bringt die Leute dazu, weniger zu konsumieren, weil sie sich schlichtweg nicht mehr leisten können. Und wenn die EZB es eben nicht schafft, die Leute vor der Inflation zu schützen, dann hat sie eigentlich ihren Zweck verfehlt. Ihr oberstes Mandat ist Preisstabilität. Und Frau Lagarde hat uns mehrfach gesagt, ja, wir sind datenabhängig, dann guckt ihr die Daten an und handle an, das wird es nicht gehen, selbst wenn wir in eine Rezession fallen. Das tun wir sowieso, weil die Inflation schon die Wirtschaft in eine Rezession fallen lässt. Die EZB entscheidet sich also für Pest, nämlich die Inflation plus Cholera, die Rezession. Sie könnte sich entscheiden, die Inflation wenigstens versuchen zu kontrollieren und sich dann nur eine dieser unschönen Dinge einzuhandeln. Sie entscheidet sich für beide und das ist natürlich das ganz Dramatische. Deswegen bin ich wie Cato der Ältere der Meinung, dass wir die EZB abschaffen sollten und gebe Ihnen abschließend noch zwei Tipps, meine Damen und Herren. S&P 500 und Nasdaq im April, jetzt haben wir den Salat über das April-Fiasko und wie geht es weiter? Ein sehr differenzierter, umfangreicher Artikel, der das Big Picture wirklich extrem gut in den Blick nimmt, werde ich ihn unter dem Video verlinken und auch mal hier einen kurzen Artikel, Dieselpreise in den USA, alt von Rekord zu Rekord, Vorbote für Deutschland. Diesel ist wichtig, gerade im Bereich Landwirtschaft, gerade im Bereich Logistik, Transport etc. werden die Dieselpreise da weiter nach oben schießen. Also auch hierzulande, also zwei Artikel unter dem Video. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.